Das Mikroskop hat wie kein zweites Forschungsgerät die Entwicklung in den Naturwissenschaften und vor allem in der Medizin beeinflusst. Durch immer bessere Geräte gelingen ungeahnte Forschungserfolge. Der berühmte Bakteriologe Robert Koch etwa entdeckt mit neu entwickelten Mikroskopen Ende des 19. Jahrhunderts den Tuberkulose-Bacillus. Die Tuberkulose, eine der Geiseln der Menschheit, kann dadurch erfolgreich bekämpft werden. Robert Koch erhält dafür den Nobelpreis für Medizin. Grundlage für diese Forschungserfolge ist die mathematisch exakte Formulierung der Bildentstehung im Mikroskop. Viele Wissenschaftler hatten daran vergeblich gearbeitet. Den Durchbruch schafft schließlich ein Mathematiker und Physiker in Jena, Ernst Abbe. Ernst Abbes Errungenschaften im Mikroskopbau eröffneten neue, ungeahnte Felder in vielen Bereichen der Forschung. Ernst Karl Abbe wird am 23. Januar 1840 in Eisenach geboren. Er wächst in sehr einfachen Verhältnissen auf. Sein Vater ist Arbeiter in einer Spinnerei. In der Bürgerschule fällt der kleine Ernst durch Begabung, Fleiß und Zielstrebigkeit auf. Die Lehrer empfehlen ihn für eine höhere Schullaufbahn. Doch das Einkommen des Vaters reicht dafür nicht aus. Schließlich ermöglicht der Besitzer der Spinnerei, in der der Vater arbeitet, dem begabten Knaben den Besuch der Realschule in Eisenach. Er übernimmt das Schulgeld und dafür soll der Junge später als Buchhalter in die Firma eintreten. Schon nach 7 Jahren, anstelle der üblichen 8, erlangt Ernst Abbe ein glänzendes Reifezeugnis. Es trägt den Zusatz Zeugnis der Reife zum Abgang auf die Universität. Zum ersten Mal wird dieses Prädikat einem Realschüler erteilt. Ernst Abbes naturwissenschaftliche Begabung ist nicht zu übersehen. Sie reift durch seinen großen Fleiß. Wie seine Tagebucheinträge zeigen, betreibt er täglich, auch an Sonn- und Feiertagen, naturwissenschaftliche Studien. Der Schulleiter erlässt dem intelligenten Jungen das Schulgeld und überredet den Spinnereibesitzer, auf die Anstellung Ernst Abbes zu verzichten. So beginnt das Arbeiterkind Ernst Abbe 1857 in Jena Mathematik und Physik zu studieren. Gleich zu Beginn seines Studiums löst er eine öffentlich ausgeschriebene Preisaufgabe. Dies macht ihn in Universitätskreisen bekannt und das Preisgeld mildert zudem seine finanzielle Not. Nach Studienaufenthalten in Göttingen und Frankfurt am Main kehrt Ernst Abbe 1861 mit einem Doktorhut nach Jena zurück. Als Privatdozent bezieht er ein bescheidenes Einkommen und er wird bald Professor. Die berufliche Situation des jungen Professors erhält eine entscheidende Wende, als der Jenaer Unternehmer Carl Zeiss dem hochbegabten Wissenschaftler ein Angebot macht. In Jena hat sich Carl Zeiss mit dem Bau von Mikroskopen bereits einen Namen gemacht. Er fertigt Mikroskope von hervorragender Qualität, aber damit ist er nicht zufrieden. Denn die Herstellung der Instrumente folgt noch einer Kunst des Pröbelns. Nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum hängen die Ergebnisse von der Erfahrung der Linsenschleifer, oft aber auch von Zufällen ab. Zeiss glaubt an die Möglichkeit, optimale Objektive nach wissenschaftlichen Berechnungen herstellen zu können. Er beauftragt Ernst Abbe, die theoretischen Grundlagen dafür zu entwickeln. Einfache Vergrößerungslinsen oder Lupen gibt es bereits seit dem 16. Jahrhundert. Die von einem Objekt ausgehenden Lichtstrahlen treffen in einem bestimmten Sehwinkel auf unser Auge. Bei einer Lupe passieren die vom betrachteten Objekt ausgehenden Lichtstrahlen eine Vergrößerungslinse. Dadurch werden sie von ihrem geraden Weg abgelenkt.
Durch den so veränderten Sehwinkel erscheint ihr mit einfachen Lupen gelingen Vergrößerungen bis zum etwa 25-fachen. Für noch höhere Vergrößerungen kann man zwei oder mehrere Linsen in passendem Abstand hintereinander setzen. Solch ein aus mehreren Linsen zusammengesetztes Gerät nennen wir Mikroskop. Ein Mikroskop vergrößert in zwei Schritten. Das Objektiv entwirft ein vergrößertes Bild des Objekts in der sogenannten Zwischenbildebene, ganz so wie bei einer Lupe. Die zweite Linse, das Okular, vergrößert nun dieses Zwischenbild. Ebenfalls wie eine Lupe. Dadurch werden extreme Vergrößerungen möglich. Aber bis ins 19. Jahrhundert hinein lehnten viele Forscher das Mikroskop ab, weil man nichts richtig erkennen konnte. Grund dafür sind bestimmte Fehler von Linsen. Von Schärfefehlern etwa spricht man, wenn sich die von einem Objekt ausgehenden Lichtstrahlen, je nachdem durch welchen Bereich der Linse sie gehen, nicht in einem gemeinsamen Punkt treffen. Details des Objekts werden dadurch verzerrt und sind oft nicht mehr zu erkennen. Es entstehen trübe, unscharfe Bilder. Mit richtig geschliffenen Linsen lassen sich solche Abbildungsfehler verringern. Ernst Abbes Aufgabe ist es, die idealen Linsenformen nach wissenschaftlichen Methoden zu berechnen. Das Ziel ist, konstant gute Mikroskope mit minimalen Fehlern in der Abbildung zu fertigen. Sein Arbeitgeber Carl Zeiss wünscht für die Linsenhersteller: Der arbeitenden Hand darf keine andere Funktion mehr verbleiben als die genaue Verwirklichung der durch die Rechnung bestimmten Formen und Abmessungen aller Konstruktionselemente. Als Abbe 26-jährig seine Arbeit für Zeiss aufnimmt, entwickelt er zunächst strenge Prüfmethoden und entwirft dafür Prüf- und Messgeräte. 4 Jahre benötigt Ernst Abbe, um die wesentlichen Messgeräte zu erschaffen, die er für die wissenschaftlichen Untersuchungen zur Entwicklung seiner idealen Linsen benötigt. Nun beginnt Abbe seine umfangreichen Berechnungen. Zunächst stützt er sich auf die geometrische Optik und erwählt für seine Mikroskope Objektive mit einem kleinen Öffnungswinkel, um die Linsenfehler zu minimieren. Ein kleiner Öffnungswinkel bedeutet, durch das Objektiv wird nur ein enger Lichtradius eingefangen. Dafür reichen Linsen mit relativ geringer Wölbung aus. Abbe ist überzeugt, dass dies schärfere Bilder liefert. Die Enttäuschung ist groß, als der erste Prototyp entsprechend Abbes Berechnungen fertiggestellt ist. Feine Präparatstrukturen bleiben verschwommener als mit den älteren Objektiven. Die erfahrenen Linsenschleifer wissen, dass stark gewölbte Linsen, die einen großen Raumwinkel einfangen, zu einer besseren Auflösung führen. Aber niemand kann erklären, warum das so ist. Nach mühevollen Untersuchungen erkennt Ernst Abbe, dass er die Wellennatur des Lichts mit in Betracht ziehen muss. Licht bewegt sich als Welle und wenn Wellen gegen ein Hindernis treffen, werden sie dahinter abgelenkt. Bei sehr kleinen Strukturen kommt es dabei zur sogenannten Beugung des Lichts. Das heißt, die Lichtwellen strahlen kreisförmig aus. Um scharfe Bilder zu erhalten, muss das Objektiv im Mikroskop einen möglichst weiten Radius dieses gebeugten Lichts einsammeln, also einen großen Öffnungswinkel haben. Dazu könnte man zum Beispiel den Linsenradius entsprechend erhöhen. Doch bei Mikroskopen sind der Größe der Linsen enge Grenzen gesetzt. Deshalb werden stattdessen Linsen mit starker Wölbung geschliffen. Der Abstand zum Objekt kann so verringert werden und der große Öffnungswinkel bleibt erhalten. Die Leistung der Mikroskope kann nun deutlich verbessert werden.
Die Firma Zeiss entwickelt sich zu einem Unternehmen von Weltruf. Und auch der Ruhm Ernst Abbes reicht bald weit über Jena hinaus. 1871 heiratet Ernst Abbe Elise Snell, die Tochter seines Lehrers, des Jenaer Physikprofessors Karl Snell. Später kommen zwei Töchter zur Welt. 1876 befällt eine Typhuserkrankung die gesamte Familie. Auch Ernst Abbe ist lange ans Bett gefesselt und kann nicht arbeiten. Er kommt wieder in finanzielle Schwierigkeiten. Karl Zeiss nutzt dies, um Ernst Abbe anzubieten, als Teilhaber in seine Firma einzusteigen. Dafür muss Abbe im Vertrag garantieren, seine ganze Kraft für das Unternehmen einzusetzen. Als später der berühmte Physiker Hermann von Helmholtz nach Jena reist, um Ernst Abbe als Direktor für das Physikalische Institut in Berlin zu gewinnen, muss Abbe das Angebot daher ablehnen. Mit der Theorie der Bildentstehung im Mikroskop und der praktischen Umsetzung dieser Theorie hat Ernst Abbe die Voraussetzungen für den wissenschaftlichen Mikroskopbau geschaffen. Jetzt kann er sich auf die Korrektur anderer Abbildungsfehler, vor allem der Farbverzerrung, konzentrieren. Licht unterschiedlicher Wellenlängen wird von einer Sammellinse nicht in einem Punkt fokussiert. Dadurch kommt es zu Farbrändern an den Kanten der betrachteten Gegenstände. Dies nennt man chromatische Aberration. Modernere Mikroskope bestehen meist aus mehreren Linsen. Die Bildfehler vervielfachen sich dadurch. Doch durch Kombination von Linsen aus unterschiedlichen Gläsern und spezieller Schliffform kann man diese Fehler verringern. Ernst Abbe erkennt diese Möglichkeiten. 1879 beginnt er deshalb die Zusammenarbeit mit dem Glaschemiker Otto Schott. Und gemeinsam entwickeln sie Objektive mit höchster Farbtreue, sogenannte Apochromate. Seine Stellung als Miteigentümer der Firma Carl Zeiss macht Ernst Abbe zum Millionär. Einem Millionär allerdings, der ein soziales Gewissen behält. Was an Unternehmereinkommen bezogen wird, das soll der Allgemeinheit wieder zufließen. Es gehört nicht denen, die dank ihrer Kapitalmacht dieses Eigentum beziehen, ist sein Credo. Nach dem Tod von Carl Zeiss 1888 wird Ernst Abbe alleiniger Leiter des Industriebetriebs. Es entsteht der Gedanke einer Stiftung. Als Direktor der Zeiss-Werke verwirklicht das ehemalige Arbeiterkind wegweisende sozialpolitische Vorstellungen. So führt er den 8-Stunden-Tag ein, gewährt Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und zahlt eine Gewinnbeteiligung für alle Beschäftigten aus. Am 24. September 1903 erhält die Belegschaft Mitteilung über den Rücktritt Ernst Abbes von der Geschäftsleitung. Abbes Gesundheit verschlechtert sich zusehends. Am 14. Januar 1905 stirbt er in Jena. Die Bewohner der Stadt nehmen überwältigenden Anteil an den Trauerfeierlichkeiten. Der Medizin-Nobelpreisträger Robert Koch bekennt 1904, kurz vor Abbes Tod, in einem Brief: Verdanke ich doch einen großen Teil der Erfolge, welche mir für die Wissenschaft zu erringen vergönnt war, ihren ausgezeichneten Mikroskopen. Durch die Lichtmikroskope aus Jena wurde nicht nur die medizinische Forschung revolutioniert, sie gewähren auch immer wieder überraschende Einblicke in die uns umgebende Mikrowelt.